Das gefällt mir nämlich gar nicht. Naja, lassen wir erstmal so stehen. Gut, 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 gut. Ich würde sagen hier. Wartet mal. So. So. Hier alles ausbilden. Ne, warte mal, das kann jetzt hier komplett grün werden. Das hier auch, das hier auch. Das hier wieder nicht. Da nur zur Hälfte. Na, da war ich ein bisschen zu sparsam. Das passt da. Da passt auch. Und dann lassen wir die Sims gewähren gleich, nachdem ich ja das noch gemacht habe. Ah, jetzt kommt her. Puh. Das wird auf jeden Fall besser aussehen. Das passt dann halt auch mehr. Ich habe auch schon wieder Geld bekommen. Jetzt mal hier das wieder verbinden. Und hier kommen halt, wie gesagt, die ganzen Straßen hin. Ich weiß gar nicht, was das immer. Ach, das war die Universität. Es kommt dann alles schon wieder. Das Rathaus kommt auch wieder. Ich werde jetzt nur mal schnell die groben Sachen nicht genehmigt. Ah, ich brauche ein Rathaus. Nur schnell die groben Sachen bauen. Ich denke mal hier. Hier wird das Rathaus ganz gut aufgehoben. Warte. Da unten hat es halt, hat's jetzt halt keinen Platz mehr. Ach komm, lass uns einfach dort. Kostet alles zu viel, also lassen wir es jetzt mal so. Sieht witzig aus, jetzt ist nichts mehr da. Nur jetzt müssen schnell Bürger kommen wegen den Fabriken, sonst haben die keine Arbeiter mehr. Und dann sind die auch stinkig. Eine Feuerwehr haben wir eigentlich noch, von daher. Das läuft alles noch. Strom haben wir jetzt bestimmt auch im Überfluss, oder? Ja. Warum ist der gelb? Kann das mir mal jemand sagen? Wahrscheinlich wegen den Mitarbeitern. Wasser? Lol, geschlossen, ne? Wasserprobleme? Scheiße, ich habe keine Mitarbeiter. Ach so, Versorgungsabteilung. Oh Gott, ganz schnell, ganz schnell. Zack. Zack. Bildung auch, bitte. Danke. Ne, geht nicht, okay. Lassen wir das noch. Jetzt aber. Ganz vergessen, dass die sich ja dann automatisch schließen. Die Sicherheitsabteilung von X-Robus erlaubt es allen Städten in X-Stream 9 Lem TV, die verbesserte Sicherheitsdienste zu verwenden. Ja, Sicherheit. Ganz groß bei uns in der Stadt. Ganz groß geschrieben. Trotz nicht vorhandenen Häusern gibt es hier Staus. Auch geil. Häusers. Naja, ganz so viele gibt's ja. Gar keine gibt's ja nicht, aber trotzdem ziemlich viel Stau für so wenig Häuser. Das ist zwar auch ein bisschen blöd hier, aber naja. Seht das? Naja. Das kann man später noch ausbessern. Bin halt ein Perfektionist, kann ich auch nichts dafür. Besonders wenn man so ein Spiel spielt, hallo. Da hat man immer was auszusetzen, ganz ehrlich. Sonst würde ich nicht so ein Spiel spielen, wenn ich da nur, keine Ahnung, der reichste Mensch der Welt werden will. Dann wird es nämlich schnell langweilig. Das war ich nämlich schon 100 Mal. Ich kann euch gerne noch andere Städte zeigen. Ich habe euch ja schon ein paar Städte gezeigt. Da haben wir noch so einen Bug. Was heißt ein Bug? Ich habe da halt noch die alte Straße. Die alte neue Straße. Die alte bessere Straße, aber die ich nicht haben will, weil ich jetzt erstmal keine S-Bahn baue. Die kostet eh nur unnötig Geld. Und es wird halt aus dem Grund besser sein, weil ich finde,
Das sieht viel cooler aus, so schräg, weil dann halt die Häuser auch anders gebaut werden. Dann gibt es mal Häuser, die sind so gebaut, dann mal so und so eckig, das gefällt mir voll nicht. Keine Ahnung. Und da, wo dann große Häuser stehen, da kann ich dann zwischendrin dann so einen Park aufstellen, damit die Grundstückspreise in die Höhe steigen. Hier, da kann ich sagen, das Haus ist am Arsch. Grundstückspreise am Arsch sind. Nämlich niedrig und es ist nicht gut. Für Käufer ist es gut, für Verkäufer aber nicht. Und deswegen ist scheiße, weil dann jeder verkauft, was eigentlich total schwachsinnig ist. Warum warten die nicht einfach bis, naja, bis bessere Zeiten kommen? Naja. Oh, da wird ein Haus geupgradet. Gut, das erste Haus will schon wieder medizinische Versorgung. Kann man ihr auch bieten, nachher. Die werde ich hier, glaube ich, reinklatschen. Ja, ist jetzt ziemlich klein, putzig. Guck mal, die fahren da immer noch rum, obwohl es ja gar kein Krankenhaus mehr gibt oder Klinik. Aber ich denke mal, na, Feuerwehr haben wir ja theoretisch. Also nehmen wir das erstmal. So. Zack, auf jeden Fall in dem Update habt ihr jetzt halt gesehen, kamen die Sachen raus und das, was es mit den hier mit dem Stadtset auf sich hat, weiß ich nicht. Kann ich hier irgendwie nachschauen? Wartet mal. Vielleicht gibt es neue Dinger. Ah ja, Andacht. Lol. Cool. Was gibt's denn hier? Kultstätte Moschee. Dieses beeindruckende Gebäude steht jedem Viertel gut zu Gesicht. Sims, die Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchen, werden diesen Ort besuchen und voller inneren Zufriedenheit wieder verlassen. Fordere das Schicksal nicht heraus, indem du die Moschee planierst. Oh Gott. Diese malerische Kirche ist schön still gelegen. Die sinnsuchenden Sims werden wie die Schäfchen zu dieser Kultstätte strömen und dieses mit einem Leuchten in den Augen wieder verlassen. Aber Vorsicht, du solltest keine Kirche planieren. Oh shit, ey. Dieser Tempel kommt ganz nah, ganz ohne traditionelles Schnickschnack aus. Seine Aura ist auf die Zukunft ausgerichtet. Sims, die nach Orientierung suchen, werden diesen Ort besuchen und voller Hoffnung wieder verlassen. Es wäre unklug, einen modernen Tempel zu planieren. Ein reich verzierter historischer Tempel. Die frommen Sims werden hier nach neuen Inspirationen suchen und der Ort mit einem Gefühl des spirituellen Erfüllung wieder verlassen. Alter, was sind das für Wörter? Du solltest den Tempel jedoch nicht planieren, sonst ziehst du dir den Unmut der Sims zu. Also, eins haben wir schon mal gelernt. Nichts, von dem wir planieren, also gut überlegen. Aber ich denke mal, das Spiel ist eh nicht so reif, dass ich mir vorstellen kann, dass sie das eben so schnell vergessen, dass es nur so ein Geschwafel ist. Also ich würde auf jeden Fall so eine Kirche aufstellen, oder? So eine Moschee, keine Ahnung. Weiß nicht, oder so ein chinesischen Tempel. Das wäre eigentlich cool, weil das ist mehr so Besucherkapazität, sind alle gleich, ne? Guck mal, selbst die Uhrzeiten sind alle gleich. Ne, nicht alle, okay. Andacht. Das wäre halt cool, weil da, das hat bestimmt was mit Arbeitslosen zu tun, dass die halt wieder Arbeit finden. Arbeitslosen. Weiß nicht, Kirche. Kann ich mir überlegen. Hier würde das halt gut reinpassen. Na, wenn man hier dann eine Kirche hinstellt und da oben dann noch so einen kleinen Park, wäre das schon ganz cool. Ich denke mal, dass es auch die Grundstückspreise in die Höhe steigen lässt. Von daher ich gar nicht so uninteressant. Gläubige, hab das gelesen. Okay, viele Infos wieder mal. Auf jeden Fall gab es jetzt eine große Veränderung. Die hauen hier schon alle ab. Die wissen warum. Die wissen, was ihnen blüht. Zack, zack, zack. Da hinten noch. Ah, Gott. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall Wahrzeichen aufstellen. Als erstes die Freiheitsstatue. Werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, die Zeit ist rum. Ich weiß nicht, mein Handy. Ich finde mein Handy nicht. Wo ist mein Handy? Verdammte Axt.
Nein, wir haben noch 5 Minuten, sogar 7. Scheiße. Kann ich mich nur so vertun, vertan, vertun, vertan, vertun. Zack, zack, zack. Ja. Wir könnten mal schreiben, was ihr jetzt davon haltet hier, wie ich es gemacht habe. Ich finde es eigentlich ganz nett. Hier kommt auf. Ja, komm, das können wir jetzt schon machen. Hallo, ich habe schon wieder so viel Geld. Was mache ich denn? So, hier, zack. Bam, bam, bam. Grundschule. Geht zur Schule oder ich schlag euch. Und es gibt Prügel vom Bürgermeister. Und die tut weh. Blablabla. Zack. Natürlich ganz in die Ecke klemmen, weil da kommt eh nichts mehr hin. So, dann noch hier ein Gymnasium. Das packen wir auch gleich daneben. Dass die kleinen Grundschüler auch gleich Angst bekommen. Vom Gymnasium. Ne, warte mal. Scheiße, ist eine Hochschule, die will ich nicht. I. Pfui. Ich sagte Gymnasium. Jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr. Die Kredite kann ich eigentlich auch mal abbezahlen. Ich habe wieder mehr Geld pro Stunde. Wie stehen denn gerade die Steuern? 9%, ist Gott. Ist der Normalwert hier in dem Spiel? Jetzt könnte ich halt echt überlegen, wo ich die Parks hinhau. Zack. Dann ein. Hupsala, jetzt. Wollt mir schon wieder der Fernseher die Sicht versperren? Wollt das Bild ausschalten? Ach komm, nee, das sind immer diese Glücklichkeitsviertel. Wo die Leute hingehen können, Spaß haben können. Hier kommen noch ein paar Bäume hin. Natur, Natur, Natur. Ach, das haben sie jetzt auch geändert. Ah, cool. Was macht das Haus da? Upsala. Verklickt. Was meint das? Sieht das gut? Ja, sieht doch gut aus, oder? Ich könnte jetzt nicht so viel dran bemängeln. Bis auf die Ecke, die dann halt da hinten frei ist. Aber wenn wir das schon so haben, dann können wir es auch gleich so machen. So. Ja, okay. Sie haben auf jeden Fall was Neues eingeführt hier mit den Straßen. Geht da noch mehr? Ach, cool. Ist schon mal putzig. Schaut euch das an. Aber ich glaube, das lohnt sich eher für so kleinere Städte, nicht für solche wie ich habe. Da sieht es nämlich nicht so schön aus. Und ich denke mal, wer das wirklich haben will, kann auch einfach das hier nehmen, weil das sind schon Bäume, sieht man hier auf dem Bild. Jetzt kommt das Gymnasium. Ach, Polizei, Polizei. Oh Gott, wartet mal. Da kann ich ja gar nichts hinbauen. Nö, da kommen halt einfach normale Gebäude hin. Hier kommt... Ja, das passt schon hin. Polizei, Feuerwehr, da ist Gymnasium, die Hochschule, die Universität kommt dahin. Das passt alles. Jetzt müssen sie halt erstmal leiden ohne Polizei. Da. Gymnasium. Zu wenig Geld, was kostet das? 60.000, glaub. Ja. Och Mann. Ich muss mal wieder neue Busschilder verteilen. Da hat es nämlich schon gar keine mehr. Bis alles grün ist hier. Ich verteile jetzt irgendwie. So. Da hinten. Überall. Kein Wunder, dass hier so viele Autos rumfahren, wenn hier keine Busse fahren. Guck mal, wie sollen die auch zur Arbeit kommen? Ist ja kein Ding hier. Ich wollte kein Wunder sagen. Okay. Zacki, die zacki, die zack. Zack. Da oben noch, hier noch. Ah. Das muss aber auch mal reichen. Ja, alles grün. Hier könnten wir eins hinhauen. Schulbus hat es auch hoffentlich. Wahrscheinlich nicht, ja. Warum man das immer neu pflanzen muss. Können die da nicht so automatisch alle, keine Ahnung, 20 Meter so eine Bushaltestelle hinklatschen?
Wie die hier abgehen. Alle sind glücklich. Merkt ihr gerade auch, dass es hier keine Sounds mehr so wirklich hat? Keine Musik mehr abgespielt wird? Bisschen komisch. Könnte ich eigentlich theoretisch ein wenig lauter machen. Ich habe nur mal Angst, weil meistens nicht mal die Publisher die Rechte. Oh, nicht mal die Rechte dafür haben. Okay. Oh Mann, die sind alle unglücklich. Warum denn? Meine Stadt ist doch voll hübsch. Guck mal, da sind sogar zwei Bäume. Die müssen euch doch umstimmen. Scheiße, ey, wie scheißegal mir die Bäume im echten Leben sind. Also ich meine, an so Straßen interessieren mich gar nicht. Ich find's immer witzig, wenn dann irgendwelche Leute da an so Kirschbäumen, ne, die Kirsche da immer runter, die Kirschen ab, ja, runterreißen da. Und dann der arme Baum, ne? Der arme Baum! Lass doch den Baum in Ruhe. Okay, jetzt ist die Zeit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt einen Kommentar drunter, was euch jetzt gefallen hat, was nicht. Wenn ihr nichts drunter schreibt, auch okay. Mir nicht wurscht, aber ist ja euer Leben. Der Rolle ist nämlich jetzt auch on. Der will nämlich mit mir SimCity zocken wahrscheinlich. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss.